Wir befinden uns in einer besonders schwierigen Lage. Es sind über 3000 Menschen aus Europa, die in einen Krieg mit schweren Waffen gezogen sind, in den nördlichen Irak nach Syrien. 3500 Europäer, die sich am Sprengstoff üben, im Töten üben und von denen ein beachtlicher Teil wieder nach Europa, auch nach Deutschland zurückkommt. Und das ist natürlich eine besonders gefährliche Lage. Deswegen müssen wir diesen Terrorismus entschieden bekämpfen. Das machen wir auch mit diesem Antiterrorpaket, das jetzt der Bundesjustizminister vorgelegt hat. Übrigens die Umsetzung einer UN-Resolution. Das ist richtig und wichtig. Und dabei hat er unsere ganze Unterstützung. Wir können doch nicht abwarten, bis diese Dinge geschehen und mehr junge Menschen sich radikalisieren und in den Dschihad ziehen und als gefährliche Personen dann wieder zu uns zurückkommen. Und deswegen ist es richtig, dass wir nicht die Hände in den Schoß legen und abwarten, sondern schon den Versuch einer solchen Ausreise unter Strafe stellen. Die Kritik der Linken und der Grünen ist unangebracht. Das zeigt, dass sie nicht in der Sache interessiert sind, den Terrorismus zu bekämpfen, sondern dass es ihnen vor allem um Gerede und parteipolitische Profilierung geht. Wahr ist auch, wir von der Union haben darüber hinausgehende Vorstellungen. Wir würden gerne noch ein größeres Paket schnüren. Wir glauben, dass es wichtig wäre, nicht nur, wie es jetzt der Gesetzentwurf des Bundesjustizministers richtigerweise vorsieht, die finanziellen Grundlagen des Terrorismus stärker zu entziehen und zu bekämpfen, sondern auch den geistigen Nährboden anzugehen. Deswegen sind wir für ein Verbot der Sympathiewerbung für terroristische Vereinigungen. Wir sind auch dafür, dass wir den Terrorismus stärker im Internet bekämpfen und darüber bleiben wir mit unserem Koalitionspartner im Gespräch. Insgesamt haben wir inzwischen ein ganz gutes Paket, was die Bekämpfung des Terrorismus angeht. Dazu gehört das Betätigungsverbot für den sogenannten Islamischen Staat, diese Terrororganisation, das der Bundesinnenminister richtigerweise bereits schon vor einiger Zeit erlassen hat. Dazu gehört, dass wir jetzt Personalausweise einziehen von Menschen, die ausreisen wollen, um sich am Sprengstoff zu üben, um zu töten im nördlichen Irak und in Syrien. Und der Gesetzentwurf des Bundesjustizministers, der jetzt bereits den Versuch einer solchen Ausreise unter Strafe stellt, ist ein weiterer Schritt in die richtige Richtung. Musik.